Die Natur mit ihrer Vielfalt ist unser kostbarstes Gut und benötigt unseren größtmöglichen Schutz. Immer wichtiger werden die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und die Reduktion der CO2-Emissionen. Saubere Wärme aus der Tiefe liefert durch die Erdsondenbohrungen der Merz-Unternehmung einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Die kantonalen Erdsondenkarten, hier das Beispiel des Kantons Aargau, zeigen auf, wo und unter welchen Bedingungen eine Bohrung bewilligt wird. Für kritische Gebiete ist unter Umständen ein hydrogeologischer Bericht sowie eine geologische Begleitung nötig. Nach Erhalt der Bohrbewilligung, die in jedem Fall durch den Kanton erteilt und durch die Gemeinde abgesegnet wird, können die Bohrarbeiten beginnen. Das umfangreiche Bohrequipment umfasst nebst dem 18 Tonnen schweren Bohrgerät einen Hochdruckkompressor, eine Schlammwanne, einen Dieseltank, Bohrgestänge sowie Spül- und Kompressorschläuche. Benötigt wird eine Bohr- und Installationsfläche von ca. 50 Quadratmetern, die sich in der Regel auf Garagenvorplätze, Gärten und Ränder der Zufahrtsstraßen aufteilt. Erdwärme bietet eine nachhaltige, von Klima, Tages- und Jahreszeit unabhängige Energiequelle zur Wärmeerzeugung. Der Stellenwert von sauberer, erneuerbarer Energie zur Wärmegewinnung ist sehr hoch. Wir von der Merz-Unternehmung setzen unser ganzes Wissen und Können in diese ökologische Technologie. Die Bohrarbeiten erfordern ein großes Know-how, das unsere Bohrmeister durch ihre Erfahrung mitbringen. Das Bohrgestänge kann mittels Imlochhammer je nach Geologie bis 280 Meter in den Boden vorgetrieben werden. Die Bohrtiefe ist von der erforderlichen Wärme- bzw. Kälteleistung abhängig, welche durch den Heizungsfachmann objektspezifisch bestimmt wird. In der hiesigen Gegend können wir davon ausgehen, dass pro Bohrmeter Tiefe 45 bis 50 Watt gewonnen werden können. Die werkseitig auf Dichtheit geprüften Sonden werden in der Werkhalle der Merz-Unternehmung auf einer Abwickelvorrichtung installiert und mittels Druckluft ein zweites Mal geprüft. Die Sonde besteht aus zwei Vor- und zwei Rückläufen, daher Duplex-Sonde genannt, einem Sondengewicht und zwei Injektionsrohren. In der Zwischenzeit sind die Bohrarbeiten, die insgesamt 1 bis 3 Tage dauern, vorangekommen. Alle 2 Meter Bohrtiefe wird eine Probenahme aus dem Bohrschlamm entnommen. Diese dient dem Bohrmeister zur Beurteilung des Untergrundes sowie dem zuständigen Geologen zur Erstellung eines Bohrprofils. Ist die Bohrtiefe erreicht, wird das Innengestänge entfernt und die Sonde abgeteuft. Via Injektionsrohr wird das Bohrloch von unten mit einer speziellen, wärmeleitenden Suspension verfüllt. Diese dient dem Schutz der Sonde sowie dem Wärmeaustausch zwischen Sonde und Erdreich. Nachdem nun auch das Außengestänge, das Schutzrohr, gezogen ist, sind die eigentlichen Bohrarbeiten verrichtet. Die abschließenden Prüfungen auf Durchfluss und nochmals auf Dichtheit mittels Wasser werden protokolliert und entsprechen dem Gütesiegel der Fördervereinigung Wärmepumpen Schweiz. Beim Sondenkopf werden die beiden Vor- und Rückläufe mittels Hosenstücken und Verbindungsmuffen auf je eine Hauszuleitung reduziert und durch Kernbohrungen in den Heizungsraum geführt. Hier ist der Übergabepunkt an den Heizungsfachmann erreicht, welcher letztlich die Wärmepumpenheizung installiert und in Betrieb setzt. Merz ist Ihr verlässlicher Partner für Erdsondenbohrungen bei Neubauten und zukunftsorientierten Sanierungen.